Hallo. Hallo. So, sind wir soweit, ja? So, schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu unserer relativ kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Ich darf gleich meine Gäste hier am Podium vorstellen, natürlich AG-Vorstand Markus Kretschmer, Sportdirektor Ralf Muhr und natürlich unser Neuzugang am Trainersektor Christian Ilzer. Herzlich willkommen, meine Herren. Und das erste Wort hat natürlich wie gewohnt der Chef, in dem Fall Markus Kretschmer, unser AG-Vorstand. Markus, wie hast du die letzten Tage erlebt und was ist alles passiert? Bitte schön. Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass wir heute uns zu diesem Pressegespräch einfinden konnten, weil damit ein sehr langer, sehr intensiver Prozess der letzten Wochen abgeschlossen werden konnte. Christoph Fluch hat schon gesagt, ja, es waren sehr intensive Tage, weil es auch für uns, und ich habe das ja mehrfach schon in vielen Interviews in den letzten Wochen betont, für mich, aber auch für viele andere, die wichtigste Personalentscheidung, die wir in diesem Sommer im Club zu treffen hatten, eben jetzt getroffen werden konnte. Ich möchte mich an dieser Stelle auch wirklich explizit beim Ralf Muhr als unserem Sportdirektor bedanken, der diesen Prozess, den er jetzt dann, glaube ich, auch noch darstellen wird, sehr, sehr gut moderiert hat, sehr viele Gespräche selbst geführt hat, sehr viele Gespräche gemeinsam mit mir geführt hat. Und ich möchte mich auch bedanken, dass sich unser Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender Frank Hensel hier auch sehr stark im persönlichen Gespräch eingebracht hat. Es war sicherlich, und ich durfte das ja in den letzten Jahren schon einige Male begleiten, sicher die intensivste der intensivste Prozess, wie wir sozusagen diesen neuen Cheftrainer für die Kampfmannschaft ausgesucht haben. Und ich bin dann wirklich sehr froh, dass nach intensiven Gesprächen es gelungen ist, mit dem Christian Ilzer einen Mann zu verpflichten, der am Markt sehr, sehr begehrt war, aufgrund seiner tollen Erfolge, die er in den letzten Jahren, nicht im letzten Jahr, jetzt mit dem WRC gefeiert hat. Und ich denke, dass das für Austria Wien eine sehr gute, eine sehr wichtige und auch eine sehr richtungsweisende Entscheidung ist. Wir haben einen Dreijahresvertrag ausverhandeln können und ich hoffe, dass wir jetzt in eine erfolgreiche Ära gemeinsam aufbrechen können. Dankeschön, Markus Kretschmer. Ralf, ich darf auch dich bitten, man hat sich den Auswahlprozess ja nicht leicht gemacht, eine lange Liste abgearbeitet. Wie sehr freust du dich, dass diese Personalie jetzt erledigt ist? Ja, freut mich natürlich sehr. Schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ja, wie gesagt, war natürlich ein intensiver Prozess, was ja ganz normal ist, wenn man den Cheftrainer bei der Wiener Austria zu besetzen hat. Es war dann so, dass letztendlich ich wirklich sehr, sehr stolz bin für den Club, für die Austria, dass auch sozusagen der Wunschtrainer jetzt da rechts neben mir sitzt mit dem Christian Ilzer. Es war einfach so, dass es neben der inhaltlichen Herangehensweise, was jetzt die Spielphilosophie, die Attraktivität des Spiels betrifft, er natürlich extrem deckungsgleich denkt und arbeitet, wie wir uns das bei der Austria vorstellen. Und es war vor allem dann für mich im persönlichen Kennenlernen dann auch das entscheidend. Wir sagen ja immer, das Thema Mentalität bei den Spielern, und der Christian Ilzer ist sicher der Trainer, der eine Mentalität mitbringt, die wir brauchen auf dieser Position. Er hat aus meiner Sicht wirklich dieses Siegergehen in sich, und dann bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass sich der Christian auch für uns entschieden hat, und sehe eine sehr, sehr positive Saison vor uns liegend. Wir wissen ja alle, dass diese abgelaufene Saison nicht zur Zufriedenheit von allen verlaufen ist, und darum bin ich, sage ich, nur einmal sehr, sehr froh, dass der Christian bei uns ist. Ich glaube, seine Laufbahn, auch wenn er ein junger Trainer noch ist, oder in jungen Jahren, Trainer bist du ja gar nicht so ein junger, sondern bist ja schon lange im Geschäft, aber dass die Erfolge jetzt nicht nur die letzten Erfolge mit WRC und Hartberg zeigen, dass er sein Metier versteht, sondern auch vorher in verschiedensten Funktionen im Fußball schon gezeigt hat, dass er absolute Qualität hat, und das sieht man dann auch an der Entwicklung der Mannschaften, die er betreut hat, an der Entwicklung der Spieler, die er auch betreut hat, wenn man dann auch ins Detail geht, auch wie sie die Vereine sozusagen in ihrer Gesamtheit entwickelt haben, auch was Zuschauerzahlen und so betrifft. Also das ist schon sehr beeindruckend, und darum kann ich das nur bestätigen auch von Markus, dass wir sehr, sehr stolz sind und glücklich darüber sind, dass der Christian unser Cheftrainer jetzt ist. Dankeschön, Ralf.
Christian, ich darf natürlich auch dich bitten, wie sind deine ersten Eindrücke, wie sind deine Erwartungen? Bitte, the stage is yours. Ja, erstmals schönen Nachmittag allseits. Ist für mich natürlich auch schon ein sehr besonderer Tag, besonderer Moment. Also ja, richtig gutes Gefühl, hier zu sitzen am Podium und als neuer Trainer von Austria Wien vorgestellt zu werden. Ja, ich freue mich auf einen der größten Traditionsvereine in Österreich. Ich freue mich auf die Austria-Familie, freue mich auf die Stadt Wien und ich freue mich auf hoffentlich ein weiteres sehr erfolgreiches Kapitel in meiner Trainerkarriere. Und jetzt erwarte ich schon sehr gespannt eure Fragen. Dankeschön für die ersten Statements, meine Herren. Ralf, wie gewohnt mit dem Mikro kommen, bitte um ein kurzes Handzeichen und dann geht's sofort los. Peter Klöbel, Kronenzeitung beginnt. Bitte, Peter. Grüß Gott in Wien. Wie lange hat der Entscheidungsprozess beim Christian Ilzer gedauert, vom ersten Kontakt bis zur persönlichen Entscheidung Ja zu A zu sagen? Frage an mich. Ja, wie Sie wissen, war ja mit bis letzten Sonntag war ja meine große Mission, den WRC da in die Europa League Gruppenphase zu führen. Hat natürlich Gespräche gegeben. Das sind Entscheidungen, die man dann nicht am letzten Tag trifft einer Saison. Aber wie gesagt, mein Fokus war einfach beim WRC. Ich habe einen sehr guten Berater, der sich einfach mit diesen Dingen intensiv auseinandergesetzt hat. Und ja, für mich war es dann eine sehr einfache Entscheidungsfindung und natürlich hat es mehrere Möglichkeiten gegeben, aber die Entscheidung ist für mich einfach, die war ganz klar, dass ich mich dann für die interessanteste Möglichkeit, nämlich für die Austria Wien, entschieden habe. Martin Lang habe ich schon gesehen, das Handzeichen. OF Wien. Martin. Was übernimmt man da jetzt? Eine große, eine schwere Herausforderung, denn eines ist auch klar, die Austria-Fans hätten gerne eine bessere Platzierung als Platz 4 oder zittern um den Europapokal. Definitiv eine große Herausforderung, eine spannende Herausforderung, eine sehr interessante Herausforderung. Es ist ein Traditionsverein und denke einfach, meine Arbeit beginnt jetzt mit, denke ich mal, mit dem heutigen Tag oder mit Montag und ja, beginne mich eben jetzt mit diesem Verein auseinandersetzen, will den Verein so schnell wie möglich kennenlernen. Es ist jetzt natürlich in den nächsten Schritten, das erste große Thema ist diese Kaderzusammenstellung, wo ich glaube, dass sehr viel vorhanden ist. Es ist ein sehr stimmiger Kader, den wir jetzt einfach punktuell verändern, punktuell verbessern, probieren und das sind ja mal meine ersten Nahziele in der Herangehensweise an diese Aufgabe Austria Wien. Weitere Fragen. Johannes Pandl von Sky. Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, anschließend an Ihr erstes Statement. Was hat denn die Austria so interessant gemacht für Sie? Warum ist das Package Austria das Beste für Christian Ilzer? Es gab ja noch, Sie haben es selber gesagt, sehr viele andere Interessenten. Wie gesagt, Verein mit großer Tradition. Ich denke, es liegt sehr viel Potenzial in diesem Verein. Und wie der Ralf in seinem Anfangsstatement gesagt hat, ist die Spielidee, die Philosophie von mir sehr, sehr deckungsgleich mit Austria Wien gewesen. Und habe von Anfang an in den Gesprächen ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt und ja, blicke mit großer Freude und mit großer Zuversicht hier meiner Aufgabe, Cheftrainer bei Austria Wien zu sein, entgegen. Weitere Fragen. Peter Klöbel, Peter Klöbel, ja, Kronenzeitung, bitte. Eine Frage, die kommen muss an alle drei am Podium. Baumgartner, Bjelica, ich brauche nicht alle aufzählen. Was macht es sicher, dass es diesmal anders ist? Ja, ich vielleicht anfangen, weil ich bei diesen Entscheidungen ja dabei war. Ich habe es, glaube ich, eingehend gesagt. Du nimmst dir natürlich bei jeder Trainerentscheidung vor, diese bestmöglich zu treffen, aber du lernst natürlich auch bei jeder Entscheidung dazu. Wir haben deswegen wirklich einen sehr, sehr intensiven Prozess gehabt. Wir haben viele Hintergrundinformationen eingeholt. Wir haben viele Gespräche auch abseits geführt, wo wir uns einfach informiert haben. Aber wir haben natürlich auch einige persönliche Gespräche geführt. Und wir haben uns Entwicklungen angesehen. Es ist uns allen, glaube ich, bewusst, dass natürlich der Schritt zu Austria Wien ein anderer ist, als vielleicht, wie es zuletzt gemacht worden sind. Aber wenn man sich die Entwicklung
auch den Lebenslauf und den, ich sag, die Trainerlaufbahn, die der Christian bis jetzt hinter sich gebracht hat, dann sieht man schon, wie das einfach Step by Step sich entwickelt hat, aber auch wie er sich rundherum vorbereitet hat, nicht nur auf unser Gespräch, sondern die ganze Aufgabe. Und das macht mich sehr zuversichtlich, dass wir hier eine sehr erfolgreiche Zeit gemeinsam haben werden. Und ich glaube, wir werden Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, Ralf Muhr und ich, die uns auch diese Ziele ermöglichen. Das wird sicherlich die intensive Aufgabe der nächsten Wochen sein. Aber ich glaube, wir gehen in einer guten Phase an etwas heran. Wir haben hier mit dem Stadion im letzten Jahr auch sehr, sehr viel gelernt. Wir haben hier einen weiteren Schritt gemacht und das macht mich zuversichtlich, dass das diesmal gut funktionieren wird. Gut. Für mich selber, muss ich sagen, ist diese Vergleichbarkeit insofern nicht zulässig, weil natürlich der Christian Ilzer als Trainer seine eigene Persönlichkeit hat und egal jetzt, es zielt ja darauf ab, glaube ich, Peter, dass die anderen Trainer auch von kleineren Vereinen zu Austria gestoßen sind und letztendlich gescheitert sind. Aber das, denke ich, darf man da in keinster Fall, in keinsten Fall vergleichen, weil aus meiner Sicht es schon so zu sehen ist, für was steht der Christian inhaltlich, wie ist seine Entwicklung bisher gewesen, und aus meiner Überzeugung ist es so, dass er absolut bereit und reif ist für unseren Verein, für einen größeren Verein, wie es jetzt vielleicht bisher war. Und jetzt gilt es einfach darum, das auch zu beweisen, klarerweise. Aber ich sehe da jetzt überhaupt kein Problem oder keinen Nach- oder Vorteil, dass er jetzt von einem sogenannten kleineren Verein kommt. Ja, ich sitze hier nicht, um mir Gedanken über ein mögliches Scheitern zu machen. Ich mache mir Gedanken, wie man dieses Projekt zu einem richtigen, erfolgreichen Projekt führen kann. Was mit anderen Trainern passiert, weil ich habe für mich immer versucht, im Moment zu sein, meine aktuellen Aufgaben bestmöglich zu lösen, das Maximum aus meinen Vereinen, meinen Spielern, meinen Mannschaften rauszuholen. War da in den letzten Jahren in Hartberg und beim WRC und jetzt bin ich bei der Austria Wien. Und ja, habe ein sehr gutes Gefühl und ja, will an diese Sache mit großer Motivation, aber auch mit meiner Art und Weise es zu tun herangehen. Johannes Bandl, Sky, bitte. Wie soll die Austria unter Christian Ilzer aussehen? Wie soll das spielerisch funktionieren? Was sind so die Eckpunkte, die die Austria unter Christian Ilzer auszeichnen soll? Ja, ich denke, mich hat ausgezeichnet, einen sehr klaren Spielstil meinen Mannschaften zu vermitteln. Es ist natürlich im ersten Schritt sehr wichtig, diese Idee, die du als Trainer im Kopf trägst, der Mannschaft nahe zu bringen, die Mannschaft davon zu überzeugen. Es ist ein Stil, so wie man so schön sagt, der natürlich, man will erfolgreich sein, jetzt in Hinsicht auf das Resultat, aber auch attraktiven Fußball anbieten. Attraktiven Fußball in dem einen Bereich, das, wo man sagt, das Schönspiel sozusagen, aber auch genauso gehört für mich dazu diese Power, diese Leidenschaft, diesen Ausdruck, dieses Mitreißen eines ganzen Vereines auf den Platz zu bringen. Und das sind mal meine großen Ziele, hier in diesen Verein zu Austria Wien zu bringen. Aber da muss ich auch sagen, dass das ja auch die Philosophie, die Idee der Austria Wien ist. Und ich denke, da haben wir einfach sehr viel Deckungsgleichheit gehabt. Und deshalb denke ich, passt diese Geschichte auch von Anfang an sehr gut zusammen. Gibt es noch weitere Fragen? Johannes, okay. Herr Brandl, Laula, bitte. Wie wird das Trainerteam künftig zusammengestellt sein? Es werden mit mir meine langjährigen Wegbegleiter, jetzt auch Co-Trainer beim WRC gewesen, Dominik Deutschl und Uwe Hölzl mitkommen. Und ja, dann gibt es hier ein bestehendes Trainer- und Betreuerteam, mit dem ich natürlich noch Gespräche führen will. Aber das ist ein sehr gut aufgestelltes, sehr stimmig zusammengestelltes Team und das werde ich sicher zum Großteil übernehmen. Peter Klöbel. Frage an den Sportchef. Es laufen Verträge aus, Optionen sind auch da. Was ist der Status quo und wann sagt man, will man fertig sein? Beginn Training, ich glaube 14. Juni ist der Start. Ja, wir beginnen Mitte Juni mit den sportmotorischen Tests. Bis dorthin soll natürlich der Großteil des Kaders stehen. Es ist richtig, dass die Optionen oder die Leihverträge jetzt ausgelaufen sind beim Igor.
bei Cuevas und bei Matic. Hier ist es einmal Status so, dass wir in der nächsten Woche mit Beratern und Spielern noch Gespräche führen werden und das dann letztendlich auch so schnell wie möglich zu einem entweder positiven Abschluss oder eben zu einem Abgang in dem Fall dann bringen werden. Und beim Salamon ist auch der Vertrag zu Ende. Da gibt es Gespräche, ob wir den als sozusagen Führungsspielern bei den Young Violets halten wollen. Und mit Stefan Zwierschitz gibt es ja schon einen Neuzugang in der Mannschaft und jetzt werden in den nächsten Wochen die nächsten Adaptierungen folgen. Thomas Muck habe ich gesehen, Sportreport. Christian, auch von meiner Seite herzlich willkommen in Wien und Glückwunsch zum neuen Job. Wenn man sich deine letzten beiden Mannschaften angesehen hat, Hartberg und der WRC, das waren sogenannte, ich habe sie immer liebevoll Mentalitätsmonster bezeichnet. Spieler, die am Scheidepunkt ihrer Karriere gestanden sind, manche haben sie gescheitert angesehen. In Wien übernimmst du jetzt einen Kader, der komplett anders ist. U21-Teamspieler, Spieler, die an der Schippe zum A-Team sind, ändert das auch etwas an deiner Herangehensweise? Ich habe es vorhin gesagt, ich will das schon auf alle Fälle mit meiner Art da auch in Angriff nehmen. Ich bin jetzt sehr, sehr lange Trainer, wie gesagt, vom untersten Amateurbereich, Nachwuchsmannschaften, bis jetzt zu Austria Wien. Es geht immer um Mannschaften, es geht Menschen, die schon auf eine sehr ähnliche Weise dann miteinander verstrickt sind. Und ich denke, es ist schon ein großes Kunstwerk oder ein Kunstwerk, ein Kunstgriff eines Trainers, diese Menschen zu verstehen und diese Menschen zu führen und von diesen Menschen auch maximal mögliches Leistungspotenzial abzurufen. Und ich denke, das wird hier bei Austria Wien nicht anders sein als bei allen anderen Teams, die ich im Moment bis jetzt gecoacht habe. Und Zusatzfrage, du hast angesprochen, deine Wünsche für den Kader. Kannst du da schon ein bisschen ins Detail gehen, wie die aussehen? Nein, ich habe im Vorfeld gesagt, bis Sonntag war ich WRC-Trainer, mit großer Leidenschaft WRC-Trainer. Es hat, wie gesagt, das eine oder andere Gespräch, Telefonat gegeben, aber diese Thematik beginnt natürlich mit aktuellem Zeitpunkt dann erst richtig Fahrt aufzunehmen. Das ist sicher ein Schwerpunktthema der nächsten Wochen. Doppelpass zu Johannes Brandl wieder. Da würde ich gleich anschließen. Ist es ausgeschlossen, dass Spieler vom WRC zur Austria wechseln? Ausschließen kann man gar nichts. Spieler haben sich sehr interessant gemacht am Markt. Man kann da gar nichts ausschließen. Aber ja, dass man jetzt da die halbe Mannschaft vom WRC zu Austria Wien spielen macht, ist sicher nicht angedacht. Aber vielleicht den einen oder anderen Spieler kann man schon ins Auge fassen. Jetzt begleitet Sie der Name Friesenbichler ja irgendwie auch immer wieder in Ihrer Karriere. Wie sieht es denn mit Kevin Friesenbichler aus? Ist das einer, wo Sie sagen, okay, den will ich eigentlich bei der Austria auch haben? Sie haben ihn zum WRC geholt und bei der Austria war er irgendwie zuletzt nicht glücklich. Ja, wie gesagt, das fällt alles in dieses Thema Kaderplanung. Da werden wir uns jetzt intensivst auseinandersetzen in der nächsten Zeit. Kevin war super Zusammenarbeit jetzt im Frühjahr. Man wird jetzt sehen, wie es bei ihm bei der Austria Wien weitergeht. Wie gibt es schon Planungen, Ralf Mohr, mit Kevin Friesenbichler oder ist das etwas, das mit dem neuen Trainer abgestimmt werden muss oder ist es so, dass man sagt, man will mit Kevin Friesenbichler eigentlich so nicht weitermachen, man sieht sich nach einer anderen Lösung um? Christian hat eh gesagt, es ist jetzt eben Teil dieser Planungsgespräche. Fakt ist, dass wir gerade in der Stürmerei mit Edom Wonji, mit Durcemann, mit Monschein und auch mit Jateke nominell und auch von der Flexibilität her schon sehr gut besetzt sind. Das hat sich jetzt nicht geändert gegenüber der Situation, wie der Kevin eben dann zum WRC gegangen ist. Der WRC hat die Möglichkeit gehabt, eine Option zu ziehen, die ist jetzt nicht wahrgenommen worden und jetzt werden wir dementsprechend, wie gesagt, in diesen Planungsgesprächen auch das Thema Kevin abhandeln. Gibt es noch weitere Fragen? Im Moment sehe ich kein Handzeichen mehr. Trainingsbeginn. Chris, glaube ich, 19. 20. Juni mit Tests. Erstes Training für die Öffentlichkeit am 21. hier bei uns auf den Trainingsplätzen der Generali Arena. So viel dazu. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann, pardon, da sehe ich nochmal Johannes Brandl, bitte. Abschlussfrage. Ich lasse es locker. Dieses Duell mit dem WRC hier bei der Austria, war das für Sie dann doch ein bisschen spezieller, als Sie es eigentlich bei dem Spiel gehandhabt haben? Da haben Sie ja die ganze Situation immer runtergespielt. Aber da haben Sie es wahrscheinlich schon gewusst, oder? Überhaupt keinen.
spezielles Duell. War ein Gegner wie alle anderen in dieser Saison. Wer mich kennt, der weiß, wie ich ticke, und ich will jedes Spiel gewinnen, und wir waren auf einer großen Mission unterwegs. Wir hätten hier schon frühzeitig diesen dritten Platz ins Ziel bringen können. Es ist uns nicht gelungen, waren danach natürlich richtig enttäuscht, und wir haben es aber jetzt dann im letzten Spiel zu Hause gegen Sturm Graz finalisieren können. Es war ein richtig, richtig gutes Gefühl. Sind Sie so ein cooler Hund? Können Sie das alles immer ausblenden? Ja, da gibt es nichts zum Ausblenden. Da steht diese Sache mit dem WRC Europa League, mit meiner Mannschaft, die war bis Sonntag meine Mannschaft, dieses Historisches zu erreichen, das ist einfach, das steht über allen Dingen. Natürlich macht man sich Gedanken auch über seine Zukunft, aber so ist alles auszublenden. Das ist, es gehört zum Professionalismus dazu. Meine Emotion, meine Leidenschaft, die galt ausschließlich dem WRC. Und das Ergebnis, glaube ich, spricht dann eh für sich. Gut. Dann sage ich Dankeschön, wünsche noch einen wunderschönen Nachmittag. Wie gesagt, Trainingsbeginn offiziell 21. Juni. Ich nehme an, am Vormittag Generali Arena. Dankeschön, schönen Tag von unserer Seite. Dankeschön.